Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und ich freue mich darauf, dich diesen Monat auf eine Weltreise mit nach Mexiko nehmen zu dürfen. Wir reisen wieder auf unserer kreativen Weltreise mitten in das Herz von Mexiko und erkunden dort wieder Land, Leute, Tiere und natürlich auch alles andere Sehenswerte, was es dort gibt. Und bevor ich dir jetzt zeige, wie du dieses Lesezeichen erstellen kannst, abonniere unseren Kanal, klicke auf die kleine Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klicke auf den Like-Button. Und jetzt zeige ich dir, welche Materialien du dafür benötigst. Da ich diese Lesezeichen für mein Bullet Journal erstelle, brauche ich natürlich dieses mit der Scribbles That Matter. Außerdem unsere Druckvorlage hier Stay Home, die findest du in der kreativen Weltreise auf unserer Webseite. Den Link hinterlasse ich dir in der Infobox. Außerdem benötigst du noch ein wenig Klebe, also hier besser ein Klebestift, ein Lineal, ein Stück starkes weißes Papier, ein Bleistift, eine Schere und natürlich Washi Tape. Sobald du die Materialien zusammengesucht hast, kann es auch schon losgehen. Ich nehme mir zunächst erstmal mein Papier, meinen Streifen, Fotokarton oder wie auch immer, ein streifenstärkeres Papier und trage da ungefähr die Größe ab, die mein Schnibbel, also meine Ecke haben soll, die ich dann in die Ecke meines Buches setzen will. Also ich hier in die Ecke meines Bullet Journals, du vielleicht ein Buch, das ist ganz egal. Auf jeden Fall brauche ich 2 Stück davon. Die klebe ich nämlich jetzt mit Hilfe von Washi Tape aufeinander. Sobald die beiden Ecken sicher aufeinander kleben, nehme ich meine Druckvorlage und schneide mir hier erst einmal den kleinen Esel raus, weil ich möchte noch eine zweite machen, ein zweites Bookmark, ein zweites Lesezeichen mit dem kleinen Koala-Bären. Aber erst einmal schneide ich hier den Esel aus und ich hinterlasse eine weiße Linie hier, damit das Ganze aussieht ja wie bei einem Sticker mehr oder weniger. Letztendlich nur, weil man das Ganze nicht so schön ordentlich ausschneiden kann und deswegen habe ich diese Methode gewählt. Anschließend nimmst du nur noch den Klebestift und ja, packst schon eine ordentliche Menge Klebe auf deinen kleinen Esel drauf, weil es soll ja auch gut halten. Und dann klebst du ihn mittig auf deine Ecke. Und ich habe das hier so, dass die Beine unten noch ein bisschen rausgucken und er aber auch gleichzeitig aus dem Buch rausguckt. Ja, und das Ganze mache ich jetzt auch noch einmal mit dem Koala-Bären.
Ich nehme mir den Koala-Bär nochmal, weil ich irgendwie kann ich Australien noch nicht so ganz loslassen. Also letzten Monat waren wir ja in Australien und da findest du natürlich auch einige Videos zu auf meinem YouTube-Kanal. Falls es dich interessiert, schau doch mal vorbei, da gibt es noch jede Menge Sachen zu basteln, die zum Land passen. Ja, ich nehme jetzt hier nochmal ein ganz anderes Washi-Tape, einfach damit da ein bisschen Vielfalt reinkommt. Nämlich dieses hat hier schwarze Punkte, ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. Und dann beklebe ich das wieder mit dem Washi-Tape und klebe dann anschließend den Koala-Bär da drauf. Ja, und so haben wir schnell unser zweites Lesezeichen gebastelt und diesmal mit einem süßen Koala-Bär. Und du siehst schon, das ist ganz einfach und simpel gemacht. Ja, ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!